Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part God of War Ragnarök. Und wir wollen weitermachen, ne? Hier waren wir, glaube ich, das letzte Mal. Nicht da. Ja, gut, ich stehe nicht da, wo ich gespeichert habe. Okay. Das ist super, mal wieder. Ich liebe das. Nicht da zu stehen, wo ich gespeichert habe. Das ist, Hobby von mir. Ah, hier, guck mal da. Können wir gleich mitnehmen, ne? Welche Herausforderung ist es heute? Ja, müssen wir sowieso, beide Versetzt sie! machen. Wo? Deine Mist, sie explodiert gleich. Ja. Ich war nicht mal in der Nähe, aber gut. Warum? Das ist der letzte. Okay. Ach, da hinten. Dankeschön. Nicht alles gesehen, was es in dieser Gegend gibt. Es könnte ich weiß. Eine weitere Arena geben. Nö, nö, das ist schon die letzte, aber das die, ist Wahl. Ach, nö. Es geht los. Über dir, Kratos! Danke. Ja. Warum mache ich eigentlich die Waffe? Es wird Zeit. I know.
Ach da. Spektakulär. Gegner, hinter dir, Kratos. Nein! Ausruhen. Neu formieren. Wie kannst du mir das antun? Könnte schwierig werden. Ja, ich weiß. Warum muss es auch 15 sein, ja? Hätten 3 nicht gereicht. Auf den. Warum schießt er auf die anderen, wenn der mir zu nahe ist? Warum sagt mir keiner was? Von dir. Links gedrückt. Ich falsche Taste gedrückt. Toll. Ah. Los geht's. Ja, toll, weil du den da oben nicht machen wolltest. Nein, du solltest den da oben erschießen, du... Potsau, du. Ich hab's so weit gebracht und du musst mir das versauen. Er ist instabil. Zurück. Ja, ich weiß. Macht mal, von links. Ja.
Das wäre jetzt auch gemein gewesen, ne? Von links! Miss? Noch zwei. Über dir, Kratos! Wo über mir? Schön. Geht doch. Ich hasse es, keinen Schaden zu nehmen. Oder Runs machen zu müssen, wo ich keinen Schaden nehmen darf. Das ist so ätzend. Ah, aber wir haben es geschafft. Ist ja auch nur einer. Zum Glück. Die waren ja alle irgendwie knifflig. Wir haben alle Arenen abgeschlossen. Ja, ich weiß. Vielleicht hat sich in der Hauptkammer etwas verändert. Ja, wir dürfen jetzt die Truhe öffnen. Guck mal da unten. Na. Okay. Der Stahl reagiert auf uns. Dieses Schwert war vorher nicht da. Okay. Das Schwert ist inaktiv. Vielleicht benötigt es mehr geschmolzenes Metall. Gehen wir noch mal zu den anderen Arenen. Ah ja, nee. Deine Feuerklingen sehen ganz schön kühl aus. Immer her damit. Ja. Gerne, hab geöffnet. Hier. Heiße Klingen, schon fertig. Mhm. Okay. Naja, kommt noch. Mal gucken. Okay. Ah, da war ich noch gar nicht durch, ne? Naja, egal. Stellen wir mal was her. Ja. Okay, da war doch noch irgendwas. Das war's nicht. Das war's. Ja. Dankeschön. Dankeschön. Ja, das macht alles eher, ne? Ja. Okay.
Aber ich würde sagen, wir kommen später wieder, ne? Da lang. Ich habe ja jetzt das, was ich haben wollte. Und wir haben noch ein bisschen Zeit. Warte mal, ich werde mal auf die Karte gucken sollen, ne? Karten. Moment. Entschuldigung. So. Ja, genau. Okay, ja. Genau, das war das. Die Artefakte, ja, die können wir später nochmal suchen. So. Genau, hier kamen wir nicht weiter. Ja, okay. Alfheim auch noch? Ah, da waren ja diese Dings, ne? Berserker, hast du nicht gesehen? Genau, das war das mit den Vögeln. Okay, okay, nee, dann können wir ja Hauptstory weitermachen, ne? Würde ich sagen. Ich meine, wir haben schon ein bisschen was geschafft. Ja, so geht's weiter. Jetzt, da du eine Waffe gegen Heimdall hast, müssen wir nur einen Weg zu ihm finden. Ja, wenn das noch der Plan ist. Ist es. Ich beschütze meinen Sohn. Tja, dann ist der ursprüngliche Plan, Ragnarök zu vermeiden, wohl etwas auf der Strecke geblieben. Das entscheidet Odin. Genau das ist es, was mich beunruhigt. Hör mal, was er zu dir gesagt hat. Ist bedeutungslos. Stimmt, doch ich glaube, dass Vergeltung keine leere Drohung ist. Wir müssen alle Einzelheiten überdenken. Mhm. Jetzt mal nichts überstürzen. Warten wir, ob Sindri erfolgreich war. Ja. Und was wir noch so erwarten können. Na? Sieh mal an, da hat jemand Fortschritte bei der Lindwurmsuche erzielt. Oh, nur zu, Klingel. Zeig dem Boss, was du hast. Klingel? Klingeln? Na? Hallo, schön zu sehen, dass das Windspiel seinen Zweck erfüllt. Ja. Das habe ich gefunden. Was für ein lebhafter Haufen. Ah ja. Also, diese Spektraleichhörnchen-Geschichte. Du verwandelst deine Gefühle einfach in Geister? Das ist eine etwas unelegante Art, es auszudrücken. Diese Spektralversionen von mir sind Teile meiner Persönlichkeit, die mich Aha. oft ablenken. Durch meine Fähigkeit kann ich sie nicht nur wegschicken, um Ruhe zu finden, sondern dadurch auch sehen, was außerhalb des Baumes passiert. Ah, wieso ja. schaust du nicht selbst nach? Als ewiger Hüter des Baumes ist es mir nicht erlaubt, ihn zu verlassen. Ein Teil der Abmachung, aber die Unsterblichkeit ist es wert und so. Hm. Durch meine Spektralformen kann ich die Außenwelt sehen, wenn auch aus etwas farbenfrohen Perspektiven. So kann man es sagen. Diese bittere Form von dir ist anstrengend. Ich bin direkt hier, du halslose Monstrosität. Ich würde mich für ihn entschuldigen, aber bringt das was? Hm. Nun denn, ich werde euch dann mal nicht weiter aufhalten. Nö, nö. Tschüss. Das Gespräch ist zu Ende. Verschwinde. Ich bin schon weg. Ich bin schon gar nicht mehr da. Da ist er! Hey! Zeig mal den Speer! Sieh dir das an! Ja. Jetzt mach endlich! Oh, sieh einer an! Etwas ganz Besonderes. Brauchst du mir nicht zu sagen. Nicht wirklich. Ich hatte ein paar Ideen, aber nichts hat geklappt. Also, ja. ohne einen Weg nach Asgard, was machen wir jetzt? Ich weiß es nicht. Ich muss nachdenken. Ich bin müde. Okay, dann gehen wir schlafen. Dann gehen wir wahrscheinlich gleich zu Atreus, ne? Natürlich nicht.
freut mich, dass alles gelaufen ist, wie geplant. Tja, das ist es. Und es war auch ein echtes Abenteuer. Ich konnte alles zur Natur der Dinge und zur Form der Dinge erklären. Es war ein echtes Motiv. Du erfindest wieder Wörter. Ich sagte, es war ein Motiv. Und es war wunderschön. Du bist doch möglich. Ah, von allen hier bin ich der Allermöglichste. Ja. Das ist nur, weil Sindri nicht die Wahrheit sagen wollte. Wo willst du denn hin? Schlafen. Also machen wir einfach blind weiter und hoffen, wir laufen nicht schnurstracks in Ragnarök. Ist das dein Plan? Ah ja. Scheint so. Tja, was denkst du? Ja. Was hast du vor? Ja, du bist alt geworden. Tja. Kratos. Oh. Geht's dir gut? Little Atreus. Tja, dein Vater scheint gehen zu wollen. Sollen wir? Hierher, Brummbär. Gut, dann gehen wir. Baby Atreus wird genauso versteckt wie seine Mutter im letzten Teil. Dein Vater und ich fahren oft über diesen Fluss. Mhm. Eines Tages wirst auch du lernen, ihn zu befahren. Ah ja. Wir leben tief im Wildwald.
Im schönsten Wald in ganz Midgard. Mhm. Hier ist es sicher. Und sehr ruhig. Okay. Es gibt reichlich Wild. Und es wird dir an nichts fehlen. Ah ja. Ganz in der Nähe traf ich deinen Vater zum ersten Mal. Ui. Exposition für die Spieler. Fast die Köpfe abgerissen. Ah. Na gut, dass ihr es nicht getan habt. Ist er sanfter. Oh. Ein wenig. Zu deinem Pech ist er immer noch schrecklich stoisch. Ja. Mhm. Dich sprechen zu lehren wird wohl meine Aufgabe. Dein Vater lehrt dich das Jagen. Okay. Aber vielleicht bleibt das auch an mir hängen. Denn er scheint nur noch knurren zu können. Hast du deinem Sohn nichts zu sagen? Tja. Was soll ich denn sagen, Faye? Irgendwas. Lass ihn deine Stimme hören. Dich kennenlernen. Besser für ihn, wenn er so wenig wie möglich weiß. Wissen muss nicht immer eine Last sein. Ja. Man meint, der mächtige Gott des Krieges fürchtet das eigene Kind. Ich oh, sie weiß Bescheid. Unser Kind, Faye. Okay, was dann? Ich fürchte um ihn. Er ist unschuldig. Oh. Naja, hat ja schon mal Frau und Kind verloren, ne? Wir sind nicht unsere Fehler. Wir sind nicht, wer wir waren. Okay, doch irgendwie schon. Wir müssen besser sein. Oh, hat er das nicht zu dem gesagt, zu dem Jungen? Und jetzt verschwindet sie in der Dunkelheit. Er schläft ein. Oder? Atreus ist unsere Zukunft. Okay. Beschütze ihn, Kratos. Hm. Beschütze unseren Sohn. Ja. Na, hat sie ihn wieder einen Traum besucht. Im Schlaf. Aufgewacht. Na? Weißt du jetzt, was zu tun ist? Könntest du dir was anziehen? Nein. Okay. Keine Antwort? Cool. Wo ist die Tür? Wo ist die Tür? Bringt wohl nichts. Ich würde sagen, er träumt noch. Ah, jetzt kommt der Wechsel. Was hat dir die Wand getan? Ich konzentriere mich.
Hat mein Vater mir beigebracht. Es klappt? Noch nicht. Und worauf konzentrierst du dich? Meine Gefühle zu kontrollieren. Heimdall versucht, mich aus der Ruhe zu bringen. Ah ja. Ich darf nicht nachgeben. Ja. Hey, nur Trud, ganz ruhig. Du trainierst ohne mich? Ist das eine gute Idee? Training? Also, ich find's toll, aber wird deine Mutter nicht böse sein? Das stimmt. Aber bedenke auch. Nein, das tat gar nicht weh. Nein. Doch, tat weh. Also, Großvater will dich sehen. Okay. Oh, Wille. Klar, gut. Hier, dann nimm das. Und, beste Grüße an Sif. Ja, Sif. Und Atreus. Bis später. Und Thrud. Tschüss, Thrud. Ah, ja. Jungs aus Midgard sind so seltsam. Hm. Das kann gut sein. Ihr zwei, echt. Ja. Das Vogelding kriegt sie anscheinend auch ganz gut hin. Was ist da drin? Milchquark. Ist für Mama. Oh. So will er helfen. Mhm. Du musst ins Arbeitszimmer. Bis später. Okay, bis später. Also irgendwo weitersuchen, hä? Huh? Nach der Maske des Loki? Die Zeiten hier sind echt komisch. So, dann gucken wir mal. Sammeln. Schön. Sammeln. Wow, wirklich nützlich. Und Ausrüstung verbessern. Hm, gut ausgestattet. Wo fange ich an? So. Dann hätten wir das. Ein paar Minuten haben wir ja noch. Gehen wir mal ins Arbeitszimmer. Warum hat sie eigentlich die Tür von meiner Nase zugemacht? Ich meine, ja, ich musste eh nochmal an den Links ran, aber... Darf ich hier rein? Sifs und Thors Gemach. Zu Hause würden sie ausflippen, wenn sie wüssten, dass ich hier bin. Moment, was mache ich hier drin? Anscheinend nichts. Es ist viel komplizierter, als du glaubst. Du brauchst nicht zu wissen, warum Dinge... Ich bin alt genug. Hier geht's nicht um dein Alter. Worum geht es denn dann? Denn zu dieser Zeit wurden Magni und Modi... ...wurden auf den Weg geschickt, der zu ihrem Tod geführt hat. Ich verstehe nicht, weil du es nicht versuchst. Dann hilf mir. Warum willst du unbedingt denselben Weg einschlagen? Und dann auch noch mit diesem Jungen. Um ihn geht es nicht. Ich... Das ist mein Traum. Hast du denn nie... Du bist nicht irgendeine Hofmagd. Wir sind Asen. Wir haben Pflichten, keine Träume. Und du musst das endlich begreifen. Ah, ja. Manchmal hasse ich dich. Kann wohl sein. Hallo. Nicht hier. Vielleicht ist Odin in seiner Bibliothek. Hm. Ist das alt oder müssen ihn die Maler jung malen? Hm. Ich guck mir das nochmal an. Ja,
könnte alt sein. Sagt er was? Nein. Gut, dann. Let's go. Was meinst du denn damit? Ich verstehe es einfach nicht. Die Maske, den Riesen herzubringen, der meine Söhne getötet hat. Warum? Ich kann es dir erklären, aber ich kann es nicht für dich verstehen. Hör auf, deine Frau für dich denken zu lassen. Sie trübt das bisschen Verstand, das du noch hast. Hier geht's nicht um sie. Nein, es geht um deine eigenen Grenzen. Finde dich mit ihnen ab. Geh doch etwas zertrümmern, hm? Ganz ehrlich, als Trunkenbold warst du mir lieber. Okay. Das sagt man nicht. Das ist nicht nett. Loki, komm her. Juhu, bin unterwegs. Ich hab's endlich verstanden. Hier hast du Ymir getötet. Nicht wahr? Den ersten Riesen. Sag mir, kann man einen Erdrutsch töten? Einen Sturm ersticken? Er war mehr eine Naturgewalt, ein Gefäß der Macht. Ich war jung, töricht. Sah eine Gelegenheit, etwas Großes zu schaffen. Du hältst es sicher für grausam, aber ich musste es tun. Um die Meinen zu schützen. Warum steht dein Haus hier? Was ist da drin? Wenn ich dir trauen soll. Ich will es dir sagen. Damals war Jungs tot. Da sah ich etwas. Den Riss. Vielleicht der Geburtsort der Realität. Ich sah hinein. Und da war etwas, das meinen Blick erwiderte. Es flüsterte. Dinge, die ich nicht annähernd verstand, aber ganz sicher die Wahrheit. Als es mich blendete, dachte ich, das war's, dass ich nie wieder hineinsehe. Und dann fand ich das. Und ich wusste, dass dies mir endlich die Antworten geben würde. Mhm. Weißt du, Junge, ich weiß nicht, wohin ich gehe, wenn ich gehe. Für mich gibt es kein Valhall. Ragnarök kann nicht das Ende sein. Ich muss wissen, dass da noch mehr ist. Ich muss wissen, was mit mir passiert. Wenn er stirbt? Und das ist die Wahrheit, die ich schwöre. Bei meinem letzten guten Auge. Das ist die Wahrheit. Ja, natürlich. Die Inschrift hier. Da steht kalter Atem. Atem, Wind. Das ist sicher Helheim. Helheim, sagst du? In Ordnung. Okay. Und ich weiß auch, wer dich am besten begleitet. Und nicht schon wieder Thor. Es ist Fruit. Es ist Fruit. Ich denke, ihr zwei kommt mit der Verantwortung zurecht. Ja, doch. Verlass dich auf uns. Vermassle mir das nicht. Nein. Oh, fast vergessen. Heimdall wird euch begleiten. Oh nein. Welch ein Privileg. Ja. Für uns alle. Oh, Vater. Du willst nicht ohne das hier, die klirrende Kälte Helheims betreten. Every Lau. Das sollte dich schön warm halten. Gern geschehen. Aha. Mir meint, nicht mal Odin überlebt Helheims Kälte. Glaubst du alles, was die alte Ziege sagt? Irgendwie schon. Flut, schade, dass dein erster Ausflug. Wir machen das Beste draus. Ja, Helheim ist gar nicht so schlecht. So gerne ich auch auf euch Kinder aufpassen würde, ich muss etwas anderes für den Altvater tun. Oh. Wenn ihr in Schwierigkeiten geratet, dann schreit, damit ich eure Leichen finden kann. Jojo. Er ist so ein Arschloch. Ja. Finden wir das Maskenteil. Weißt du was? Mit ihr alleine ist sowieso viel besser. Ich meine, ich mag unsere kleine Riesenfreundin, aber sie ist auch cool. Heißt ja nicht, dass alle Asen böse sind. Aber ich habe gerade auf die Uhr geguckt. Ich glaube, wir können den Part beenden. Wir sehen uns dann hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye. Die Mutter des Jungen ist tot. Wir sollen ihre Asche verstreuen. Auf dem höchsten Gipfel aller Welten.
Die Götter dieser Welten sind Außenseiter nicht wohlgesonnen, glaub mir. Du bist eine Göttin. Einst Anführerin der Vanen, ja. Aber nicht mehr. Es lebt nur eine Person, die euch an euer Ziel bringen kann. Schneidet mir meinen Kopf ab. Odins Auge ruht auf dir. Vor allem, seit du angefangen hast, seine Sippe auszulöschen. Hier entschied ich mich für ein normales Leben als Mensch. Aber die Wahrheit ist, ich wurde als Gott geboren. Und du ebenso. Wir tun, was immer wir wollen. Es hat Konsequenzen, einen Gott zu töten. Mutter. Nein, zurück, Kratos. Das hat nichts mit dir. Nein! Nein, 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 nein. Mein Sohn, mein lieber, süßer Sohn. Und Mutter, da. Sie war eine Riesin. Ich bin ein Riese. Aber eine Sache verstehe ich nicht ganz. Die Riesen nannten mich Loki? Das klären wir ein andermal.